Das Coronavirus verändert die Welt. Kurzfristig erleben wir das seit März 2020. Aber wird die Krise auch langfristig unser Leben verändern? Wie beeinflusst sie unser Ernährungssystem, unsere Lebensmittelproduktion und unsere Esskultur? Food-Expertin Hanni Rützler und Tristan Horks über den neuen Food Report 2021. Corona hat die ganze Foodwelt ganz massiv verändert. Es ist natürlich ein essentielles Thema und alle Akteure waren hier massiv betroffen. Für die Foodtrends ist es natürlich eine super spannende Zeit, weil einige Trends wurden massiv verstärkt, haben deutlich an Tempo gewonnen, andere wurden richtig ausgebremst. Also es sind sehr unterschiedliche Entwicklungen, auch in den verschiedenen Branchen, aber sehr bewegte Zeiten. Eine der am stärksten getroffenen Sektoren war ja sicherlich die Gastronomie. Die hat sich ja kurzzeitig erstmal paralysieren lassen und dann neu erfinden müssen. Welche Entwicklungen siehst du da so auch mit Bezug auf den Begriff der sogenannten Ghost Kitchen? Ghost Kitchen sind eigentlich Restaurants, wo gekocht wird, aber ohne Gäste. Also hier werden sozusagen zum Beispiel auf Lieferdienste zurückgegriffen. Das heißt, nicht der Gast kommt in das Restaurant, sondern das Essen kommt. Also nicht mehr Drive-In oder nicht mehr der Weg zum Restaurant, sondern Drive-Out. Da gibt es ganz viele neue Konzepte und spannend finde ich zum Beispiel, dass diese Lieferdienste, wir haben sie in den letzten Jahren gesehen mit den Radlern, die sind nicht mehr Dienste, sondern zum Teil sind das richtige Plattformen. Und da gibt es einige, die zum Beispiel mit Restaurants zusammenarbeiten und Restaurants helfen, mit Ghost Kitchen sozusagen ihr Klientel zu erweitern, indem sie ihnen Küchen zur Verfügung stellen und die Restaurants ihre Rezepte und sozusagen das Netzwerk ihnen hilft, die Speisen auszuliefern. Sie haben kein Personal, sie haben viel weniger Fixkosten und können viel schneller auf neue Bedürfnisse reagieren und haben das ganze Know-how durch die Apps. Das hat sehr starke disruptive Kräfte und dahingehend gehe ich davon aus, dass der Markt sich hier sehr rasant entwickeln wird. Das schärft andererseits natürlich aber auch das Potenzial der klassischen Restaurants, aber hier geht es dann wirklich nochmal um eine ganz andere Raumqualität und auch um ein neues soziales Element, das natürlich nach Corona nochmal eine ganz andere Wertschätzung erfährt. Also es wird die Ausrichtung der Restaurants schärfen. Vielfalt ist ja ein großes Thema im Food Report 2021 und du hast uns hier in den Alchemistenpark mitgebracht. Ja, für mich ist das ein bisschen ein magischer Ort. Hier geht es wirklich um Vielfalt. Hier kann man naschen, hier kann man Frühjahr, Sommer, Herbst und Winter einfach durchschlendern und kulinarische Erfahrungen machen. Viele hatten das Virus zunächst mit Beschränkungen assoziiert. Was aber, wenn es sich letztlich als Beschleuniger des Wandels zu mehr Vielfalt erweist? Das ist der Status quo. Auf der Erde gibt es 380.000 bekannte Pflanzenarten. Für die menschliche Ernährung potenziell nutzbar sind 30.000. Davon werden 6.000 in irgendeiner Art und Weise von Menschen genutzt. Eine relevante Rolle für die menschliche Ernährung spielen 200 Pflanzenarten. Und nur 9 machen 66% der globalen Erntemenge aus. Diese enorme Reduktion auf einige wenige ertragreiche Sorten, das hat einen Preis. Das hat einen Preis bei der Bodenqualität. Das macht uns sozusagen angreifbar, wenn wieder ein trockener Sommer kommt oder eben Schädlinge, Spritzmittel. Also das sind alles sozusagen, der Preis ist so hoch und Vielfalt ist einfach viel stabiler. Ich glaube, das wird immer mehr spürbar, es ist auch kulinarisch interessanter und ich glaube, uns geht es so gut, dass wir wirklich schauen müssen, dass wir stabiler werden und dass wir sozusagen auch bei der Lebensmittelproduktion einfach mehr
mehr Standbeine aufbauen. Und ich glaube, die meisten wissen gar nicht, auf was sie da eigentlich verzichten, weil es ist einfach kulinarisch so spannend. Also es geht nicht mehr nur um berechenbaren Ertrag und leicht zu ernten und langes Shelf-Life, also sozusagen Transport und Lagerung, sondern es darf auch schmecken. Ja? Und ganz spannend finde ich auch, wenn wir wieder versuchen, regionale Kreisläufe zu schließen, weil wir merken, damit sind wir auch ein bisschen freier und unabhängiger und stabiler. Da braucht man natürlich auch eine gewisse Vielfalt, sonst wird es ganz schnell langweilig. Das inspiriert dann auch zu neuen Gerichten und ich glaube, sensorisch ist diese Vielfalt sehr leicht zu kommunizieren. Aber es braucht starke Zukunftsinspiratoren und da sind natürlich Chefköche prädestiniert, weil die haben sozusagen eine fast globale Wirkung, können sehr viel anstoßen und können sozusagen auch den Mittelbau in der Gastronomie erreichen oder die Betriebsverpflegung. Sind einfach starke, schöne Themen. Hanni Rützlers Food Report erklärt die wichtigsten Trends, Entwicklungen und Zukunftsthemen für Food and Beverage. Mit Brancheninsights, Themenschwerpunkten und Best Practices aus aller Welt dient er Lebensmittelherstellern, Gastronomen und Lebensmittelhändlern als Grundlage für Zukunftsentscheidungen.